Nächste Sache ist, ich habe und das möchte ich euch auch klar machen. Ich habe in München über den Vortrag gesprochen, über warum, wie schlimm es ist, mit der Dauer aufzuhören. Und ich würde jedem empfehlen, sich das anguckt. Dass jeder sich das anguckt. Okay. Auf jeden Fall. Ich habe darüber gesprochen, wie schlimm es ist, mit der Dauer aufzuhören. Dann habe ich geschildert, dass Dauer machen oder mit der Dauer aktiv sein nicht nur bedeutet, Vorträge zu machen, sondern da ist auch derjenige dabei, der Vorträge verteilt, der Leute einlädt, der mitmacht, der mit anpackt, der Geld gibt, etc. Jetzt pass auf, jetzt kommen wir wieder, dass es immer wieder Leute gibt, die irgendwas kaputt reden müssen. Dann kam der Vorschlag von einem Bruder, dass man ja auch solche Plakate machen kann, wie das die Christen machen, mit einer islamischen Schwester. Das Thema hat sich erstmal erledigt, sowieso. Deswegen brauchst du gar nicht zu fragen, ob Frauen oder Männer. So. Mit einem islamischen Slogan, wo die dann eine bestimmte Institution kontaktieren können, wenn sie sich für den Islam interessieren. Der Bruder hat mich kontaktiert, ich habe dem einen Text gegeben, der meiner Meinung nach passend ist für so ein Plakat, für so eine riesen Werbefläche. Er hat sich informiert, was das kostet. Ich glaube 300 € für 10 Tage, je nachdem, wo das ist. Bei manchen auch 300 € für einen Monat. Du musst dir vorstellen, hast du ein riesen Werbeplakat mit einem islamischen Slogan an einer Straße, wo tausende Leute vorbeifahren. Und da wird garantiert jemand dabei sein, der sich dann dafür interessiert oder der zumindest die Botschaft bekommen hat. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Dann wird er kontaktiert von Leuten. Man muss sich die Frage stellen, warum haben die Leute diese Energie aufzuwenden? Jemand möchte etwas für den Islam tun, aber jetzt kommen wieder die Besserwisser, wie eben. Ja, nee, mach das lieber dort, nee, mach das lieber dort. Der Bruder hatte schon Gedanken gemacht. Was sagen Sie? Ja, das Geld sollte man lieber den armen Menschen spenden. Falsch. Wer sagt das? Die Religion zu schützen, die Religion zu beschützen, hat Vorrang vor dem Leben zu schützen. Nummer eins. Nummer zwei. Es gibt genügend Projekte für arme Menschen. Aber wo gibt es die Projekte für Dawa, die unterstützt werden? Das heißt, wir sagen nicht, spende nicht an arme Menschen. Aber jetzt willst du mir erzählen, nee, Dawa lassen wir komplett aus, aber wir spenden jetzt alles an arme Menschen? Ich will für blöd verkaufen, stimmt doch im Leben nicht. Wir können nicht die eine Aufgabe übernehmen und die andere verlassen. Ja, Hatsch Geld ausgeben, das sind wahrscheinlich dieselben Leute, die, ja, Hatsch Geld ausgeben, dann das kostet ja auch Geld, das Geld kann man ja besser den Armen spenden. Falsch. Das ist eine Pflicht, die du zu tun hast. Und das andere ist eine Sache, die du zu tun hast. Man muss aber auch an die Dawa hier in Deutschland denken. Und darüber habe ich gesprochen an dem Tag. Aber das sind dieselben Leute, wenn du sie fragst, was hast du für einen Vorschlag? Haben sie keine Vorschläge. Sie haben immer nur etwas zu maulen, wenn ein anderer mit einem Vorschlag oder einem Projekt kommt und sagt, nee, das funktioniert nicht. Nee, das ist nicht gut. Aber selber etwas auf die Beine stellen, kannst du komplett vergessen. Pass auf jeden Fall. Die Dauer ist eine unheimlich wichtige Angelegenheit. Und das ist eigentlich der Grund, womit wir uns überhaupt unseren Aufenthalt in Darul Kufr halal machen können. Indem wir hier dafür leben, um die Dauer nach vorne zu bringen. Wie kann dann jemand kommen und sagen, ja, nee, aber das Geld spenden wir lieber da und dahin? Nochmal, ich bin nicht dagegen, das Geld an arme Menschen zu spenden. Aber man muss wissen, wo man das Geld hin investiert. In den USA gibt es ein Riesenschild mit Jesus ist Muslim. Zum Beispiel, solche Sachen sind super.
Damit kann man richtig Dauer machen. Was meint ihr, warum die das die ganzen Jahre machen? Die Christen machen das schon. Die Christen machen das schon die ganzen Jahre. Haben dann ihre Nummer dort, dann melden sich Leute, kriegen eine Bibel. Meint ihr, die würden das machen, wenn das keinen Erfolg hat? So. Und das ist der Punkt. Man muss Opferbereitschaft zeigen, man muss Verantwortungsbewusstsein haben und man muss seinen Mund halten, wenn man keine Ahnung hat. Einfach den Mund halten. Denn die Münder sind extrem gefährlich, was die Dawa angeht. Bei der Dawa geht es für uns seit 15 Jahren darum, die Menschen zu sammeln an einem Stank. Sowas wird 100% in Deutschland genehmigt. Lass das lieber unsere Sorge sein. Sowas wird 100% in Deutschland genehmigt, weil es unter die Religionsfreiheit fällt. So. Kann man nicht verbieten. Leute, wir leben nicht in der Sowjetunion. Seit 15 Jahren versuchen wir, die Menschen zu sammeln, an einem Strang ziehen zu lassen, an einer Sache mitmachen zu lassen, dabei mitzuwirken. Jedes Mal, wenn irgendjemand mit einem Projekt kommt, kommt irgendjemand aus den Löchern und versucht, die Menschen unsicher zu machen.